wunderschönen guten Tag hier in der Filmlounge. Diesmal habe ich einen ganz hohen Besuch. Max von der Gröb. Ich habe extra nicht deinen ganzen Namen gesagt. Graf Maximilian Alexander von der Gröb. Schön, dass du mich aber nur noch so nennst. Nur Graf. Ja. Graf. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Logisch. Ja. Sind ja hier. Du hast ja heute schon 100 Interviews gegeben. Jetzt wird es ganz entspannt. Und darfst du deine Lieblingsfilme sprechen? Graf. Was sind denn deine Lieblingsfilme? Was sind denn ihre Lieblingsfilme? Meine Lieblingsfilme? Eure Grafschaft. Oh, Wolf of Wall Street. Bibi und Tina 1, Bibi und Tina 2, Doktorspiele, Fucky Goethe 1, Fucky Goethe 2, Abschlussfahrt. Aber nur die Stellen? Eigentlich nur die Stellen, wo ich so mitspielen will. Also wäre eigentlich so, also, wenn man alle deine Szenen so hintereinander packt. Ja, ich mache jetzt die im Collecting Sammler Edition Box. Die Grafbox. Alle Filme von mir hintereinander geschnitten, ja? Nur meine Szenen, nur meine Eiche. Brillant. Ja, mega geil. Brillant. Mega geil. Aber Wolf of Wall Street, was findest du da geil dran? Und sonst, ja, da habe ich halt auch mitgespielt. bist ja auch Graf DiCaprio. DiCaprio, ja. Krass, das heißt, du hast so getan, als sei es Leonardo DiCaprio, der wiederum damit so spielt. Genau. Stark. Ja, ich mache das mal öfter für Leo manchmal, weil ich sage, hey. Dein Deutsch ist ein bisschen eingerostet. Genau. Ich mach das in Regel. Nee, da komme ich ihm einfach entgegen. Ja, ist fair. Ich weiß nicht, ich finde es einfach geil. Ich finde den Typen, der ist so krass, was der macht. Und Django, auch geiler Film, auch mit ihm. Kennst du? Logisch, kennst du. Klar, kenn ich. Da mache ich die blutigen Szenen, finde ich ja total absurd. Also geil. Welche? Bei Django, alles ist so voll ruhig und auf einmal rasten die so alle aus. Krass. Ja. Das ist so heftig. Vor allen Dingen eine Schauspielerin, die ich völlig unterschätzt finde, die ich seit Save the Last Dance doll finde. Kerry Washington. Die spielt auch die Dunkelhäutige, die gerettet wird. Ach die so. Quasi von Django. Ah, die, ja, ja. Django. Die mag ich, die Kerry. Ja, aber die kennst du nicht. Dann machen wir weiter. Was hast du noch dabei? Oh, der witzigste deutsche Film. Also der witzigste, für mich witzigste Film, den ich je gesehen habe. Ist. Nach Fucky Goethe 1, 2, 3. Bibi und Tina, Leute, Abschluss von 1. Wo ist Fred? Das ist der, in dem ja. Til Schweiger im Rolli sitzt. Genau, auch übrigens geschrieben von Bora Daktikin, der auch Fucky Goethe gemacht hat. Aber du bist echt schon in dieser PR-Schiene. Du kannst immer so in dieses Komma setzen und sagen: Ja, unser Fucky Goethe, übrigens, Fucky Goethe 2 September 2015 in den deutschen und österreichischen Kinos. Ich habe einen Vertrag. Ich muss in jedem zweiten Satz muss Fucky Goethe drin vorkommen. Finde ich gut. Und Abschlussfall eigentlich auch. Ah, okay. Ja. Wo ist Fred? Du hast deine Geschichte zu? Und pass auf. Ja, und so. Ich habe im Kino vor Lachen gekotzt. Vor Lachen? Es ist wirklich so passiert. Pass auf, ich sitze im Kino, gut, das ist jetzt schon ewig her, wie alt war ich da? 14 oder so? 15, glaube ich. 16, 15. Und ich sitze im Kino mit einem Kumpel, wir essen Popcorn. Dann mega die witzige Szene. Ich verschluck mich am Popcorn, krieg keine Luft mehr, muss aber lachen. Und jetzt lachen wir und verschluck die. Gut, ihr seht ein bisschen auch nicht was anderes, aber. Und dann, ja, ja. Dann hat mein Körper wohl als einzige Reaktion: Kotz. Max, wenn du hier überleben willst, muss das raus. Und dann habe ich in die Popcorn-Tüte zurückgekotzt. Im Ernst? Ja, wirklich. Aber immerhin noch kommt die Popcorn war dann vorbei. Ja, Tüte war, aber immerhin war die Tüte noch da. Ja. Ich hätte die Geschichte jetzt einen Ticken lustiger gefunden, wenn du irgendwie so im Kino saßt. Schön dem Vordermann in den Rücken gekotzt. Geil, das wäre. So war es auch eigentlich. Ja, du wolltest es nur abschwenden. Weil sonst wäre es zu lustig geworden. Ja, soll jetzt immer der Film, Video anfangen. Der Film ist schon zu lustig. Und man soll ja nicht jetzt das Video gucken und davon kotzen, genau, weil es so eine richtige Geschichte ist. Oh. Das können wir nicht machen. Ja. Hast du noch, wie warst du jetzt so klassikermäßig? So, ich bin Graf Maximilian Alexander von der Gruppe. Ich habe da noch so als Schauspieler so ein ganz artifiziert. Ja, ich gucke nur Arthouse. Ja. Nee, ich hab irgendwann angefangen. Weil ich habe gedacht, ja, ich bin Schauspieler, dann muss ich irgendwie wenn man die Frage, viele Filme ja. gesehen haben und ich bin so schlecht eigentlich in sowas. Und dann habe ich irgendwann angefangen bei IMDb Top 250 einfach mal ein bisschen runtergeguckt. Und ja, die sind halt leider auch echt alle geil. Also, ja. Weiß ich nicht, der Pate oder so ist ganz oben oder irgendwas. Und finde ich halt, ja gut, Pate ist halt mega krass. Ja. Dann liebe ich auch das Genre so. Und da sind ganz viele krasse Sachen dabei. Ich finde die 7 oder City of God, den vielleicht nicht so viele geil. Gesehen haben, aber richtig der ist geil. Mega heftig. Und ja,
Also du guckst auch mal anderes Zeug, weil du hast ja jetzt viel Komödie mitgespielt. Auf was für ein Genre hast du jetzt noch so Bock? Ja, ich habe ja eigentlich früher, bevor das mit dem ganzen Kino und den Kinokomödien losging, als man mich noch nicht kannte. Aber jetzt, egal. Aber jetzt schon. Sogar hier mit mir im Interview. Hugh Jackman, du reißt dich ein. Hugh Jackman, Rihanna. Das ist ein Atemzug. Ridley Scott, Christian Bale, Graf Maximilian von der Röhm. Leonardo hatte ich noch nicht. Sag dir Bescheid, kommst du mit. Guter Kollege. Weißt du, machst du mir nämlich dann, haben wir nur 6 Minuten, sondern habe ich dann vielleicht 7,5. Weißt du, Leo, ja, spiel ja wieder in deinem neuen Film. So. Das hast du vorher gespielt. Ja, genau. Ja, da habe ich zum Beispiel auch Polizeiruf gemacht oder Inklusion, wo ich einen geistig zurückgebliebenen gespielt habe. Also mich selbst gespielt. Wollte ich gerade sagen, das war die einfachste Rolle, oder? Das war die einfachste Rolle. Ja. Genau, und da habe ich halt eigentlich eher noch so ernstere Sachen gemacht. Und dann, ja, kam diese Witzschiene. Und haben alle jetzt gesagt, Graf Maximilian Alexander von der Grün, wir hätten dich gerne als lustigen Typen. Jetzt bist du noch, komm, ich bin schon zu alt für so einen Quatsch. Jetzt ist deine Zeit, wo du in diesem Genre mitmischen kannst, nimmst du alle mit und dann nachher spielst du den Drogenbaron. Ja, boah, bin ich dabei. Ich meine, so Pate und so, ich meine, südländischer Typ bin ich schon. Ja, schon. Und deshalb dachte ich, das... Aber das geht doch auch wahrscheinlich besser, wenn man sogar 2-3 Jahre älter ist. Ja, natürlich. Ja, ich bin ja auch nicht so... Also ich, sehr schnell, da könntest du gut spielen. Sehr, ich war beim Polizeiruf. Ja, guck mal, so du weißt, hast nämlich, wir waren ja auch feiern zusammen. Also da hast du so eine latente Aggression in dir. Ja, genau. Aber geil. Ja. Also diese Boxszene in dem Film, wir wollen nicht spoilern, aber die ist ja... Aber eine Boxszene und die hat sich gewaschen. Und die, aber hallo. Die knallt richtig rein. Und da sieht man mich auch. Du warst nämlich, das war eigentlich gar nicht im Drehbuch, das sind ja einfach auf die Eier gegangen. Ja. Warst wieder hackedicht, ist aggressiv geworden. Ja, gut, voll bin ich sowieso immer. Ja, da haben wir uns ja auch schon drauf geeinigt, ne? Ja, wir sind so Pegelarbeiter. Ich habe auch ein bisschen Durst gerade schon wieder, weil jetzt hier das Interview geht. Bring den Gin Tonic gleich. Oh, ist schwer, ne? Pegel geht halt runter, ne? Ja, merkst du gerade, Performance leidet. Ich werde schon. Okay, konzentrieren. Gib gleich was zu trinken. Ja, ich bin Schauspieler. Ich bin Schauspieler. Wir trinken nur. Warum? Wir saufen nur, wir feiern nur, Koks. Alles dabei. Alles. Das ist klar. Ja. Das ist logisch. Du bietest gerade total viele geile Zitate, die man als Headline reinnehmen kann. Das ist geil. Was ist Headline? Ja, so als Überschrift fürs Video. Die Leute sehen das Video dann und stellen fest, hart, der nur witzig gemeint. Das ist immer so klickgeil. Das heißt, wir machen gerade richtig gut Promo für Abschlussfahrten gleichzeitig auf der Film. Der Film zum Beispiel ist ja super. Fuck you, Goethe 2, 9.9. auch im Kino. 10.9. 10.9. Haben die nicht 9.9. gemacht, ne? Stimmt. Ich glaube, das machen sie auch. Ja. Weil sie die Vorpremiere haben. Nein, 10.9. Ja, ist ja Donnerstag, wir gehen noch immer Mittwochs in die Vorpremiere. Der feine Herr geht in die Vorpremiere. Ich sehe den Film sowieso schon vorher, also quasi schon bevor er fertig ist. Er sollte ihn noch ein bisschen dran justieren. Sonst gibt es keine Hohen Kröten. Den würde ich aber rausschneiden. Ah, definitiv. Der kommt aber auf die Collectors Edition. Aber der kommt jetzt am 21. Mai. Auch ein gutes Datum, einen Tag vor meinem Geburtstag. Oh. Auch schön. Kannst du dann mit deinen Jungs in den Film gehen und nochmal feiern? Ich habe den ja jetzt nicht oft genug gesehen bei der Preview-Tour. Ich habe ihn immer noch nicht verstanden. Der ist auch schwierig. Da sind Wendungen. Es ist ein komplexer Film. Absolut. Da passiert viel. Du guckst nicht nur Arthouse, du machst auch nur Arthouse. Noch einen letzten Film, nachdem wir jetzt irgendwie 3 Minuten Blödsinn erzählt haben. Ein Film noch, den du richtig geil findest, bei dem du sagst, Leute, den müsst ihr euch angucken, wenn ihr Maximilian Graf, Maximilian Alexander von der Grün richtig gut findet. Abschlussfahrt. So, noch einen anderen, wo du nicht dabei bist. Auch wenn er nicht dabei, kann auch dann zweitklassig sein, weil du bist ja nicht dabei. Nicht so gut. Ja? warte mal, jetzt muss ich mal kurz ernsthaft überlegen. Oder ich nenne dir so 5 Filme, wo du sagst, okay, die finde ich. Ja, das finde ich gut. Okay, ich gehe mal so ein paar Filme aus dem letzten Jahr. Hast du Birdman gesehen? Nee. Okay, musst du noch gucken. Muss voll viel gucken. Ist egal, ist stark. Hast du Argo geguckt? Der hat auch mal einen Oscar gekriegt. Aber der soll nicht so gut sein. Nee, der war super, der hat einen Oscar gekriegt. Hab ich nicht gesehen. Ja. Okay, scheiße. Ah, hier, der auch einen Oscar bekommen hat, den fand ich ganz gut. 12 Years a Slave. Der ist gut. Der ist stark. Da ist auch diese eine Szene, komm, reden wir kurz über den. In der gibt es diese eklige Peitsch-Szene, die so fast so ein bisschen an Passion Christi erinnert. War ja auch. Nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, aber dieses, wo das Fleisch. Hab ich gesehen. Wie guckst du so einen Film? Bist du dann eher so total tief drin in dem Film? Sagst du, krass, wie ist das? Oder bist du eher jemand, der von außen schaut und dann auch so, wie ist das Drehbuch? Oder bist du eher so ganz nah dran? Also ich muss schon sagen, also ich gucke natürlich einen Film und bin voll dabei. Aber es gibt schon immer wieder, ich merke immer wieder, dass ich darauf achte,
so auf so Anschlussfehler oder denke, manchmal sehe ich voll schnell irgendwelche Anschlussfehler oder ich, sowas. Manchmal denke ich schon ein bisschen technisch, aber... Auch so, okay, wie hättest du oder wie würde man sich darauf vorbereiten? Weil du bist ja nicht nur Schauspieler, sondern du studierst ja jetzt auch noch Schauspiel. Dass du da guckst, okay, wie haben die sich da wohl irgendwie reingefunden? Ist das manchmal auch? Ja, und vor allem das und vor allem auch manchmal, das weiß man ja gar nicht, was alles vom Schauspieler dazu kam. Ja. Und da denk ich mir auch, zum Beispiel bei Django gibt es eine Szene, wo er sich wohl schneidet. Die war nicht im Drehbuch. Und die ist nicht, das ist wohl passiert. Und ich finde auch, man sieht es, ja, ganz kurz behaupte ich, dass er kurz aussteigt. Also kurz irgendwie so fuck. Und dann spielt er aber weiter. Und dann spielt er das so ein. Aber ich frage mich dann auch manchmal, vielleicht haben die da aber dann trotzdem abgebrochen. Weil zum Beispiel, wenn ich mich schneiden würde, dann würden alle so hinter der Kamera sagen: Stopp, der Graf blutet! Genau, und ich weiß nicht, vielleicht haben die auch gesagt: Ja, coole Idee, dann lass uns das doch machen. Dann faken wir das jetzt wirklich. Weiß ich, weiß man halt. Oder hinter der Kamera schon einer. Ja, oder? Mach weiter. Sowas würde mich dann auch schon interessieren. Also ich würde es auch einmal unbedingt sehen, wie Hollywood dreht, was nochmal der Unterschied ist zu Deutschland. Deutschland. Drück ich dir die Daumen, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder nachher alleine bei der Party. Viel Erfolg mit der Abschlussfahrt und auch mit Graf Maximilian von der Grimm. Wir verlinken mal deinen Instagram-Account auf jeden Fall in der Infobox, sollen die alle schön folgen. Facebook, alles rein, alles in der Infobox. Alles rein. Alles in der Infobox. Dann, ich drück dir die Daumen auf jeden Fall, dass es klappt dann mit dem Hollywood-Film mal. Jetzt. Das läuft. Das muss laufen, aber erstmal Erfolg mit dem, denn dann klappt es vielleicht auch mit Hollywood. Ab 21. Mai. Im Kino und ich verlinke euch jetzt auch mal die Review zu dem Film. Und mit Lisa und Tillmann haben wir auch über Filme gesprochen. Gibt es ein extra Video. Du hast noch kein YouTube-Kanal. Das Video findet ihr hier und lasst einen Daumen da. Das neue Video gibt's hier und da. Du brauchst ganz dringend auf dem Channel. Ich glaube, ich war auch natürlich ein YouTuber. Ja, mach das. Hier und kannst du noch mich verlinken hier? Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wollt ihr, dass Graf Maximilian Alexander von der Gröben einen YouTube-Kanal macht, der auch genauso heißen wird? Dann schreibt das in die Kommentare oder stellt auch ein paar Fragen an Max und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann drehen wir ein Video nur über die Fragen, die ihr gestellt habt. Das ist ein total fairer Deal. Verlinke auch deine Instagram, Facebook und den ganzen Kanal in der Infobox. Folgt ihm, da gibt es immer schöne Bilder zu sehen. Max, viel immer nackt, viel nackt. Immer viel nackt, sehr, sehr, sehr viel nackt, fast eigentlich immer. Ja, nackt oder betrunken, ne? Ja, beides. Oder Kombi. Meistens beides. Gucken wir mal, was noch bei der Party passiert. Genau, checkt die beiden Videos aus und dann sehen wir uns bald wieder. Macht es gut, ciao.